Mein heutiger Gast lebt von seinen Dividenden und wie er sich sein Vermögen aufgebaut hat und welche Aktien er im Portfolio hat, das erfährst du gleich in diesem Video. Hi und herzlich willkommen hier in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Timo und heute ist Thomas Anton Schuster bei mir zu Gast. Thomas ist Privatanleger, er ist seit 40 Jahren an der Börse aktiv. Im zarten Alter von 14 Jahren hat er seine erste Aktie gekauft und ja, in der Zwischenzeit war er sehr, sehr erfolgreich mit seinen Investments. Ja? Er hat die finanzielle Freiheit erreicht und generiert jedes Jahr mehr als 100.000 Euro allein an Dividendenerträgen. Er kann von seinen Dividenden mittlerweile leben und muss keiner beruflichen Tätigkeit mehr nachgehen. Diese spannende Geschichte, wie er das gemacht hat und welche Dividendenstrategie er verfolgt, das wird er uns heute auf jeden Fall verraten. Und ich kann dir sagen, es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Insbesondere auch deswegen, weil Thomas halt nicht so diese ganz klassischen Aktien, die man so gemeinhin erwarten würde, im Portfolio hat, sondern da einige Titel mit dabei sind, die vielleicht den ein oder anderen von euch tatsächlich überraschen werden. Also, wir tauchen heute ganz tief ein in die persönliche Geschichte von Thomas. Wir steigen auch ein in sein Portfolio und in sein, ja, wie sagt man, in sein Mindset, ja, also da kann ich dir auch mit auf den Weg geben, das wird ebenfalls sehr, sehr spannend sein und jetzt will ich nicht zu viel vorwegnehmen, ich würde sagen, rein ins Gespräch mit Thomas und ich wünsche dir viel Spaß mit meinem Interview. Hi Thomas, schön, dass du da bist. Timo, freut mich ebenso, schön, dass es geklappt hat heute. Ja, unbedingt, unbedingt. Thomas, ich fange jetzt erstmal so an. Ich gebe dir 5 Stichworte und ich würde dich bitten, ganz kurz in 1-2 Sätzen knapp assoziativ zu antworten. Okay, spannend. Ja? Das erste Stichwort ist finanzielle Freiheit. Unglaublich. Ich genieße es unglaublich, will ich nie mehr abgeben. Okay. Dividenden. Davon lebe ich. Mhm. Anleihen? Halte ich nichts davon. Okay. Ich bin ganz ehrlich. Ja, gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Dann Tech-Aktien. Ja, sind natürlich der Renner, wachstumsorientiert, aber auch teuer. Und Risiko, wann es runtergeht. Mhm. Und erfülltes Leben. Tja, das ist mein Leben und ich genieße es, wie gesagt, unglaublich. Ja, Wahnsinn. Thomas, du lebst von deinen Dividenden, du hast es gerade schon gesagt. Mhm. Also du bist im Status der finanziellen Freiheit angekommen. Mhm. Und jetzt natürlich irgendwie so die Frage für die Zuschauer wahrscheinlich auch, ja, wovon reden wir denn da? Sind das jetzt, also ist das 1 Million oder sind das 10 Millionen mhm. oder sind das 500.000 und du lebst ganz frugal? Was kann man sich da so vorstellen? Es ist mittlerweile natürlich schon mehr Geld, als ich angefangen habe, aber ich will immer niemand davon abschrecken, jetzt eine große Zahl zu nennen oder eine bestimmte Zahl zu nennen. Ich finde, das viel Wichtigere ist, dass ich ganz klein angefangen habe mit Taschengeld und das ist wirklich so und das über die Jahre aufgebaut habe und da möchte ich Mut machen. Denn als ich angefangen habe, dann war, da war meine Vorstellung ganz anders. Ich wollte nie finanziell unabhängig werden. Ich habe nie gedacht, mit Aktien reich oder wohlhabend zu werden. Das war mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Und heute ist es so, also 2 warme Mahlzeiten und ein flaches Auto, dafür reicht's. Okay, ja, perfekt. Du hast vor 40 Jahren angefangen, also das heißt im zarten mit 14, Alter, ja. mit 14. Wie ist das gekommen? Was war deine erste Aktie und was hat dich da so angesprungen? Ich frage mich heute auch immer wieder, weil meine Kinder sind jetzt in dem Alter. Mhm. Und wenn ich meine Kinder so anschaue und vor allen Dingen deren Altersgenossen, die haben andere Dinge im Kopf. Die denken nicht im Leben an Aktien und haben keine Ahnung davon. Vielleicht war ich ein bisschen komisch, aber... so ja, ein Nerd, oder? Ja, ich habe mich selber zumindest nicht so empfunden. Okay. Aber was mich wirklich fasziniert hat, war diese Vorstellung, dass einem Weltkonzerne plötzlich gehören, auch wenn es nur der kleinste Anteil ist, auch wenn es nur eine Aktie ist. Aber die Vorstellung, BMW oder Siemens oder irgend solche Konzerne, an denen bist du beteiligt, die weltweit Marktführer sind, weltweit Produkte verkaufen, gigantisch. Und das hat mich fasziniert. Und dann kam dazu, zufälligerweise, Bücher von André Costolani. Und das war natürlich damals der Die Börsenlegende, und der hat so wunderbar in seinen Büchern beschrieben,
wie so die wirtschaftlichen Zusammenhänge in der jeweiligen Zeit sind, auch in den Kriegszeiten, wie sich Firmen entwickelt haben, was alles so dazwischen kam. Und das fand ich so spannend, da wusste ich, ich brauche Aktien. Ja. Und dann kam halt eins zum anderen, mein BWL-Studium und Bücher lesen und viel auf Hauptversammlungen und alles, was so mein Leben ausmacht. Ich bin jetzt total versucht, mit dir einzusteigen, ins Plaudern zu kommen, weil tatsächlich war André Costolani auch so ein Erweckungserlebnis. Mhm. Aber ich glaube, für die Zuschauer wäre jetzt erstmal spannender ein Satz, den du vorhin angesprochen hast, dass es nie dein Ziel war, von Dividenden leben zu können. Was war denn dein Ziel, als du angefangen hast? Ich habe BWL studiert. Also mit 14 noch nicht. Ja, mit 14 war es wirklich diese Bücher von André Costolani und diese Vorstellung, dass man an weltweiten Konzernen beteiligt ist. Mich haben nie Motorräder interessiert, sondern ich wollte an den Herstellern dieser Motorräder beteiligt sein. Das ist heute vielleicht verquer, aber das war wirklich so. Ja. Und diese wirtschaftlichen Geschichten über die damalige Zeit, das war für mich auch unglaublich spannend. Mhm. Und deshalb wollte ich Aktionär werden. Und deshalb habe ich damit angefangen und später habe ich halt dann BWL studiert. Und mein Vater war immer unternehmerisch tätig, eine kleine Spedition, die habe ich dann später übernommen. Und natürlich wollte ich als BWL-Student die Firma größer machen und einen Weltkonzern. Das wollte ich nicht, aber so in diesen Kategorien eben denken, Manager, Erfolg oder Unternehmensberater, das waren so die typischen BWL-Vorstellungen. Und da war ich auch sehr engagiert, hatte dann die Vorstellung in meiner Spedition, dass ich mal eine bestimmte Anzahl von Disponenten habe, dass rund um die Uhr damals das Telefon, Internet oder so war, gab es ja damals noch nicht in dem Maß. Und das habe ich dann auch tatsächlich erreicht. Mhm. Ich hatte enorm viele, wir waren immer eine kleine Spedition, aber die ich mir vorgestellt habe, so 4, 5 Disponenten und Sachbearbeiter dazu und LKWs. Und es wuchs. Nur ich stellte im Laufe der Zeit fest, glücklich bin ich nicht. Glücklich bin ich nicht, denn jedes Mal, wenn die Tür zu meinem Büro aufging und ein Disponent hereinkam und sagte, Thomas, hast du mal ein paar Minuten? Ich möchte mit dir sprechen. Dann wusste ich, jetzt gibt es wieder ein Problem. Es geht um Kündigung oder solche Dinge. Und dann wieder dieser Prozess, dass man neue Mitarbeiter findet, einarbeitet, die anderen Mitarbeiter sind dann gestresst, genervt. Und dieser ganze Personalführungskomplex, der dazu gehört, das war nicht meins. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, ich mache es weiterhin, aber ich will es nicht mehr größer ausbauen. Und dann lief parallel eben dieser Vermögensaufbau, ohne dass ich da groß drüber nachdachte, weiter. Ja, und einige Jahre später wusste ich, eigentlich kann ich davon leben. Aber dann nochmal von einer Arbeitszeit und Spedition, da arbeitet man wirklich 15 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, ist enorm arbeitsintensiv, wenig Verdienst. Und dann umzudenken, jetzt bräuchte man eigentlich gar nichts mehr zu tun. Das war auch ein Prozess, der bei mir einige Jahre gedauert hat. Ab wann war das denn so der Fall, dass du gesagt hast, okay, mein Depot ist jetzt wirklich so groß, ich könnte jetzt wirklich von meinen Erträgen, von meinen Ausschüttungen leben und müsste die Firma eventuell sogar gar nicht weitermachen. Also wann hat das stattgefunden bei dir? Das war bei mir die Anzahl, die Höhe der Dividenden. Also ich habe nie meine Kurse groß angeschaut. Die schwanken. Und da gibt es immer ein Auf und Ab. Aber die Dividenden sind viel beständiger. Und ich habe es immer so festgemacht, was habe ich als Geschäftsführer meiner eigenen Firma, das ist GmbH, verdient. Was brauche ich zum Leben? Und das war so die Bandbreite, grobe Vorstellung, 80 bis 100.000 Euro. Und als ich die an Dividenden erreicht hatte, da dachte ich, eigentlich reicht mir das jetzt. Ja. Wieso jetzt noch mehr? Wieso jetzt mich mit Dingen herumärgern, an denen ich keine Freude habe? Ich hatte am Speditionsgeschäft grundsätzlich schon Freude. Nur die Mitarbeiterführung beispielsweise, das war nicht mein Ding. Ich
bin ein Mensch, der möchte es anderen gern recht machen. Ich brauche so ein Wohlfühlklima. Und ich mag es nicht, wenn ich Disponenten sagen muss, aber Freitagnachmittag nach Hause gehen, das geht nicht in diesem Job. Du musst noch bis 18 Uhr arbeiten. Und Urlaub, drei gleichzeitig, geht auch nicht. Und du musst halt ständig Leuten auf die Füße treten. Und das wollte ich nicht. Und das hat mir immer so ein Magenkrummeln, ein ungutes Magengefühl verursacht. Und dann eben auch diese immer wieder Kündigungen, die vorkommen, weil Speditionsgeschäft heißt ein begrenztes Lohnniveau. Du kannst jetzt nicht Top-Leute einstellen. Trotzdem müssen die sehr, sehr engagiert sein und ist ein echt stressiger Job. Und das war bei mir dann so der Ausschlag, wo ich dachte, jetzt lasse ich das nebenbei laufen, übergib es den Mitarbeitern und ich konzentriere mich jetzt voll auf meine Aktien, lebe von meinen Aktien und gleichzeitig kamen meine Kinder dazu, die damals so dann geheiratet, Kinder gekommen und all das hat irgendwie perfekt zusammengepasst. Also du warst ungefähr 40, 41, Kinder sind damals dann gekommen. Genau. Du hast gerade gemerkt, okay, ich kriege jetzt hier schon 100.000 Euro jedes Jahr zusammen mit meinen Aktien. Und dann zack, ich höre jetzt auf, quasi 7 Tage die Woche, 15 Stunden zu arbeiten, sondern ich lebe jetzt von meinen Dividenden. Das war der Fall. So war es. Genau. So war es, okay. Ja. Schon ein heftiger Schritt, oder? Das war ein sehr heftiger Schritt und das hat viel mit Psychologie zu tun. Hat auch mit meinem Vater zu tun. Der hat ja für die Spedition gelebt, der hat das Unternehmen also gegründet, hat schon mein Großvater. Aber mein Vater war ein LKW-Fanatiker letztlich. Das waren alle damals Transportunternehmer. Da war das größte Glück, wenn man einen neuen LKW gekauft hat und das war die größte Freude. Und das war bei mir eigentlich nie so. Mir ist da eine Erinnerung als kleiner Junge hängen geblieben. Da kamen immer wieder LKW-Aufkäufer, die gebrauchte LKW gekauft haben. Und die haben zu meinem Vater gesagt, und Martin hieß er, wie laufen die Geschäfte? Und dann hat er in der Regel gesagt, ja, so auf und ab. Reich werden wir nicht, aber wir können davon leben. Und ich wusste ja, wie viel mein Vater gearbeitet hat. Und ich dachte mir immer, ja, wieso eigentlich nicht reich werden? Das ist ja nichts Schlechtes. Das ist ja nichts Verbotenes. Und bei mir waren immer die wirtschaftlichen Dinge wichtig. Ein Unternehmen muss Gewinne erwirtschaften. Ein Unternehmen muss ertragreich sein. Und das war mein Kern und eben nicht die LKWs und alles, was so dazugehört. Ja, und da waren wir uns immer unterschiedlich. Aber natürlich hat es meinem Vater auch wehgetan, als er gemerkt hat, dass mein Hauptaugenmerk bei den Aktien liegt und nicht mehr im Transportgeschäft. Und dann, wenn ich es noch ganz kurz was sagen darf dazu, bitte, von den Nachbarn, das finde ich auch so bemerkenswert. Als ich dann LKW beispielsweise gekauft habe, dann hat der Nachbar gesagt, super, der Thomas, das ist ein verantwortungsbewusster Mensch, der schafft Arbeitsplätze, der ist bodenständig, der tut was, Respekt. Okay. Und wenn ich dem sagte, weil ich habe immer unterschieden, investiere ich was in mein Unternehmen oder in ein anderes Unternehmen. Also ich habe beides immer als Unternehmen gesehen. Ja. Und wenn ich gesagt habe, ich habe von Siemens Aktien gekauft, dann hat der gleiche Nachbar gesagt, um Gottes Willen, der Thomas ist ein Zocker. Der verspielt sein ganzes Geld, der setzt das, was er erarbeitet hat, aufs Spiel und verliert es möglicherweise wieder. Und das ist das Seltsame, dass die Wahrnehmung, und das ist bis heute so geblieben, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, die nichts mit Aktien zu tun haben, komplett verquer ist. Meine kleine Spedition wird als viel sicherer gesehen als Aktien von Siemens beispielsweise, einem Weltkonzern. Und das ist vollkommen verquer. Rational überhaupt nicht zu begreifen. Aber so sehen das viele Menschen. Und diese Sichtweise will ich ein bisschen ändern, weil es ja nicht der Realität entspricht. Ganz kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter mit Thomas Anton Schuster. Wenn dir dieses Video bis hierhin gut gefallen hat, dann lass mir gerne ein Abo da. Für dich ist es nur ein Klick, für mich eine Menge Unterstützung und sehr, sehr wertvoll. Übrigens, jede Form der Interaktion
hilft mir. Jeder Like, jeder Kommentar ist wirklich sehr, sehr wertvoll für mich. Vielen, vielen Dank für deinen Support, für deine Unterstützung. Und jetzt weiter im Gespräch mit Thomas Anton Schuster. Sag mal, wie viele Aktien hast du eigentlich in deinem Portfolio? Und ist das so, dass du dann tatsächlich manche Werte auch kaufst, weil die bestimmte Dividendentermine haben? Also so, dass du dann auch wirklich jeden Monat regelmäßig Dividenden bekommst? Oder spielt der Auszahlungszeitpunkt überhaupt keine Rolle für dich? Wahrscheinlich nicht, oder? Überhaupt nicht, genau. Mir ist es vollkommen egal, ob ich das einmal im Jahr bekomme oder quartalsweise. Ja. Das ist ja nur eine andere Auszahlungsweise. Mhm. Wichtig ist nur die Summe, die interessiert mich natürlich schon. Und zu der Anzahl der Aktien, ich habe seit vielen Jahren jetzt 15 Unternehmen im Depot. 15? Bin da, genau, viele denken, ich hätte viel, viel mehr im Depot. Ja, habe ich auch gedacht. Bin damit sehr, sehr glücklich. Und bei mir merkt man halt, und das ist, glaube ich, wirklich meine ganz andere Sichtweise als viele, die in diesem Aktienbereich groß werden und arbeiten. Bei mir ist diese unternehmerische Sichtweise entscheidend. Mhm. Viele sagen, ja, 15, da ist ja die Risikostreuung vielleicht zu gering und da wäre mir das Risiko zu hoch. Und ich sage immer, als Unternehmer hatte ich ein Unternehmen und die meisten mittelständischen Unternehmen haben ein Unternehmen und investieren ihr komplettes Geld in dieses eine Unternehmen. Ich habe 15, also unglaublich viel risikoärmer und chancenreicher. Und das ist vielen nicht bewusst, diese mittelständischen Unternehmer, die werden in der Öffentlichkeit ja als meistens sehr positiv angesehen, als reich, als wohlhabend. Da wird überhaupt nicht gesehen, dass die ein Klumpenrisiko haben mit diesem einen Unternehmen. Hm. Bei Aktien wird plötzlich ein Klumpenrisiko gesehen, obwohl ich 15 habe. Also ich habe nichts dagegen, wenn jemand 20 hat oder jeder soll so viel haben, wie er will, keine Frage. Nur irgendwann macht es keinen Sinn mehr, finde ich. Weil wenn man den S&P 500 anschaut, da sind 500 Unternehmen drin, einer der größten amerikanischen Indizes und bestimmend wird er von 3, 5 oder 10 Unternehmen im Moment eben von diesen großen Tech-Aktien. Mhm. Und die anderen 400 haben fast keine Auswirkungen. Mhm. Ich bin mit meinen 15 sehr zufrieden und ich will mich da nicht verzetteln. Ich beschäftige mich aber sehr, sehr intensiv mit den Unternehmen. Magst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, welche das sind? Also vielleicht gehen wir mal so die größten drei erstmal. Völlig unspektakulär. Ja. Also einer meiner Grundsätze ist, ich bin ein antizyklischer Investor. Ja. Das heißt, ich kaufe nie die Aktien, die im Moment im Trend sind, von denen die Schlagzeilen voll sind. Ja, ja. Weil die natürlich enorm hoch bewertet sind. Das ist logisch. Alles, was in den Schlagzeilen steht, da stürzen sich die Menschen drauf. Mhm. Und die sind teuer. Und da ist das Risiko sehr, sehr groß, weil kein Unternehmen in den Himmel wächst. Dass es dann irgendwann mal der Peak erreicht ist und dann geht es oft dramatisch nach unten. Mhm. Ich investiere in solide Unternehmen, die so in zweiter Reihe stehen, die gar nicht so beachtet werden, die viel günstiger sind, wo die Dividendenrenditen viel höher sind, dadurch, weil der Kurs viel günstiger ist, die aber natürlich schon Wachstum nach wie vor haben, die innovativ sind. Beispielsweise Nestlé, um jetzt ein paar zu nennen. Ja. Nestlé aus dem Nahrungsmittelbereich, Novartis aus dem Pharmabereich, Siemens aus dem Industriebereich, auch Mittelständler, Krones, Verpackungsmaschinenhersteller, also Maschinenbau. Ja. Und so eine ganze Latte von Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Aber nie die Aktien, die im Moment im Trend sind. Und das ist halt auch so der Unterschied zur öffentlichen Wahrnehmung. Wenn ich sage, ich lebe von Aktien, dann sagen viele, ja, du hast Apple, Facebook, also Meta, Google und so weiter. Und ich sage, nein, genau die habe ich nicht. Die packst du nicht an, weil die auch keine Dividenden zahlen, oder? Erstens die Dividende, aber das ist da muss ich jetzt drauf eingehen, weil es mir vorher bei deiner Frage schon aufgefallen ist. Das ist auch ein häufiges Missverständnis. Viele denken ja, weil ich von Dividenden lebe, mein Auswahlkriterium sind Dividenden und das stimmt überhaupt nicht. Okay. Mein Auswahlkriterium sind die Unternehmensgewinne, wie bei jedem Unternehmen, eben aus dieser unternehmerischen Denkweise heraus. Wichtig ist, dass ein Unternehmen Gewinne erwirtschaftet und mein Ziel ist es, diese künftigen Gewinne so günstig wie möglich zu kaufen. Mhm. Und aus diesen Gewinnen soll das Unternehmen Dividenden ausschütten. Nicht alles, aber so, dass es gesund ist und von diesen Dividenden lebe ich. Ich gehe da nochmal rein, Thomas, weil ich verstehe den Ansatz. Mhm.
Aber wenn die Dividendenrenditen ja relativ hoch sind und der Kurs ein bisschen niedrig ist, dann preist der Markt ja normalerweise, vielleicht geht das jetzt mit den Unternehmensgewinnen auch nicht mehr so weiter. Also die künftigen Cashflows, da ist es vielleicht ein bisschen hakelig. Also dann ist ja doch ein kleines Risiko auch da, weil du ja dann theoretisch vielleicht doch eher auf die Fallen Angels oder so setzt, ne? Nein, das auch nicht. Also zwei Aspekte. Ja. Zum einen, meine Unternehmen stehen nicht in den Schlagzeilen. Mhm. Die arbeiten im Hintergrund. Nestlé arbeitet im Hintergrund. Jeder kennt es, aber keiner sagt jetzt, Nestlé ist der nächste Boomer. Und die sind bei weitem nicht so hoch bewertet als beispielsweise die aktuellen Tech-Werte. Ja, also der eine Grund, warum die nicht so hoch sind und dadurch die Dividendenrendite höher, weil sie nicht im Mittelpunkt stehen. Mhm. Und der zweite Punkt, der ist, weil ich antizyklisch investiere. Weil ich kaufe relativ selten, das ist vielen auch nicht bewusst. Also ich kaufe nicht irgendwie jedes Monat 10 verschiedene Aktien oder sowas. Mhm. Ich kaufe manchmal jahrelang gar nichts. Mhm. Und dann warte ich, wenn es mir zu teuer ist. Mhm. Und dann warte ich ab. Und irgendwann kommt wieder mal eine Krise, sei es jetzt eine allgemeine Wirtschaftskrise oder eine Unternehmenskrise. Und dann schaue ich nach, was ist der Grund. Und wenn ich der Meinung bin, das Unternehmen müsste aus dieser Krise wieder rauskommen, dann kaufe ich. Also ich kaufe tendenziell günstiger. Und das ist der zweite Grund. Mhm. Du hast vollkommen recht. Viele sagen, naja, wenn aber Aktienkurse günstig sind, dann bedeutet das, Unsicherheit ist am Markt. Mhm. Und das Unternehmen könnte in größere Schwierigkeiten kommen oder sogar pleite gehen. Mhm. Ja, das ist natürlich so. Aber meine Erfahrung ist, der Markt übertreibt fast immer. Und für mich haben Aktienkurse eine ganz andere Bedeutung als für 95% der Menschen, die sagen, ich bin Aktionär oder die sich für Aktien interessieren. Und das ist eben dieser große Unterschied auch, der vielen nicht bewusst ist. Was sind denn Aktienkurse in Wirklichkeit? Aktienkurse ist nichts anderes als im Moment treffen sich Angebot und Nachfrage zu diesem Preis an der Börse. Im Moment. Und es werden von Siemens zu diesem Preis vielleicht ein paar Promille, maximal ein paar Prozent gehandelt zu diesem Preis. Mhm. Und der Verkäufer, also diese wenigen im Vergleich, und der Verkäufer ist der Meinung, dass dieser Kurs ein guter Verkaufskurs für ihn ist. Und der Käufer ist der Meinung, das ist ein guter Kaufkurs für ihn. Also die sind auch noch gegensätzlicher Meinung. Mhm. Jetzt haben wir zum einen sehr, sehr wenig in Wirklichkeit, die zu diesem Preis, zu diesem Kurs überhaupt tätig werden. Mhm. Und zum zweiten, diese wenigen sind auch noch konträrer Meinung. Ja. Also warum soll ich mich von diesen Kursen dieser Menschen verrückt machen lassen? Ich bilde mir meine eigenen Meinungen über Preise, ich bewerte Unternehmen. Ja. Genauso bei Unternehmen, die nicht börsennotiert sind. Und dann kaufe ich oder verkaufe ich entsprechend. Ich verkaufe aber eigentlich nie. Wenn, dann nur in großen Ausnahmefällen. Ja. So gut wie nie. Und von daher ist diese Angst, jetzt könnte, weil Krise ist, das erleben wir. Ich habe in meinen 40 Jahren habe ich nie eine Zeit erlebt, in der nicht irgendwo Krise gewesen wäre. Mhm. Die meisten Krisen verschwinden so schnell, wie sie von den Medien inszeniert werden, auch zum Teil. Mhm. Mhm. Ein paar wenige Krisen dauern wirklich etwas länger an und sind heftiger, aber ich habe noch nie erlebt, dass eine Krise nie geendet hätte. Und das macht wirklich nichts mit dir, Thomas? Also du hast jetzt ein Depot. Ich sage jetzt mal, das ist siebenstellig. Also da wird es ja auch irgendwo sein, wahrscheinlich. Ja, oder vielleicht sogar noch mehr. Und wenn jetzt so ein großer Crash wie Corona, wo es so schnell abwärts ging, und du guckst in dein Depot und da stehen auf einmal minus 40%, also quasi ein großer Betrag, vielleicht sogar ein siebenstelliger Betrag, ist einfach weg. Mhm. So, also jetzt erstmal nur auf dem Papier. Mhm. Das hat nichts mit dir gemacht? Am Anfang schon. Mhm. Am Anfang schon. Am Anfang ging es um 100 D-Mark oder vielleicht 500 D-Mark. Mhm. Und ich dachte, um Gottes Willen, was habe ich da angefangen? Ich verspiele das ganze Geld. Aber im Lauf der Zeit, wenn man sich wirklich interessiert für Unternehmen,
und wirklich weiß, was diese Unternehmen sind, was die Stärken und Schwächen der Unternehmen sind, wie die finanziell aufgestellt sind, wie der Verschuldungsgrad ist und all diese einzelnen Parameter, die da bei mir eine enorm große Rolle spielen, dann schafft es Vertrauen. Und wenn man dann ein Unternehmen über Jahre verfolgt, auf Hauptversammlungen besucht und zum Teil auch bei kleineren Unternehmen direkten Kontakt zu Aufsichtsräten hat, dann bekommt man nochmal ein ganz anderes Bild. Mhm. Und das ist eben, meine Sichtweise ist vollkommen weg von dieser Zockerei, die in den Köpfen der meisten Aktionäre beherrschend ist und die kennen gar keine andere Sichtweise. Das war bei mir auch der Grund, warum ich angefangen habe, überhaupt öffentlich darüber zu reden. Also natürlich denke ich mir, mein Gott, es geht schon wieder runter in so einer großen Krise. Aber der zweite Gedanke ist, wenn ich Geld zur Verfügung habe, ich kaufe nach, ich kann günstig nachkaufen. Was hast du im Corona-Crash gekauft? Genau diese 15 Aktien nach der Reihe, nachgekauft, ja. Nach der Reihe, entsprechend wie sie von der Bewertung waren, von den Aktienkursen. Ja. Und ich fange halt dann, wenn es weiter runtergeht, an, bei meinen Depotmitgliedern, die ich schon länger nicht mehr nachgekauft haben konnte, genau, weil ich auch immer ein Sicherheitsnetz einbaue. Also ich deckle jede Position, ich kaufe nie unbegrenzt, maximal 10-15% pro Aktie. Und so kaufe ich halt nach, aber ich kaufe keine großen neuen Aktien. Warum denn? Ich denke, unternehmerisch, als ich Spediteur war, habe ich doch auch nicht morgen eine Bäckerei gekauft und übermorgen eine Konditorei. Ja, aber viele Aktionäre tun so, als würde das großen Sinn machen, dass man heute mal dieses und morgen jenes kauft, gerade weil man es aus der Zeitung liest, weil irgendjemand was darüber gesagt hat. Da kommt ein Tohuwabohu ins Depot, keine Struktur mehr. Und das Ganze hat kein Ziel irgendwo mehr. Das ist so, entwickelt sich mehr oder weniger so zufällig. Also Novartis, Pharma, genau. Nestlé, Nahrungsmittel, Industrie, Maschinenbau. Genau. Magst du noch mal ein paar Titel nennen vielleicht? Einfach nur als Beispiel. Ich habe auch Bergbauunternehmen, K+S habe ich schon lange. Ah, ja. ein Titel, der sehr, sehr lange in der Kritik stand und wo ich auch verteufelt wurde. Oder ich habe auch Gas- und Ölkonzerne, Shell und sowas, das profitiert im Moment enorm. Ja. Da war mal der Gedanke, das wird nichts mehr mit ihnen. Dann habe ich Linde im Depot, aber die habe ich eben damals gekauft, als Linde noch ein ganz anderer Konzern war. Das war damals ein Mischkonzern, bevor Wolfgang Reitzle kam und komplett umgebaut hat. Also Sixt beispielsweise, von der Familie Sixt her, das hat mir immer gut gefallen, aus dem Münchner Raum. Mhm. Also es ist wirklich bunt gemischt, aber es ist immer mit Struktur dahinter. Ich habe mein Depot nicht zufällig aufgebaut. Ich habe schon so aufgebaut, ich habe mir immer Bilanzen angeschaut. Eine meiner wichtigsten Kriterien ist, mindestens 30% Eigenkapital muss vorhanden sein in der Bilanz. Ja, okay. Dann muss die Umsatzrendite mindestens 5% sein, beispielsweise. Mhm. Eigenkapitalrendite mindestens 15%. Mhm. Und das sind so diese Eckpfeiler. Waren jetzt nur drei Beispiele, einige andere natürlich. Aber das sind so die Eckpfeiler und an denen mache ich fest, ob ein Unternehmen solide ist, nach meiner Bewertung. Und wenn es solide ist, dann ermittle ich einen Preis, der für mich Sinn macht, um meine Renditeziele zu erreichen. Okay. Und erst wenn beides passt, dann kaufe ich oder kaufe ich nach. Also du hast einen Preis in deiner Excel drinstehen und währenddessen macht der Markt erstmal, was er will und hüpft da hin und her, der Preis. Und erst wenn dein Excel-Preis wieder erreicht ist oder der irgendwo in der Nähe ist, dann kommst du mit deiner Tranche. Genau. Wahnsinn. Okay, da muss man ja unglaublich diszipliniert sein und seine Emotionen wirklich komplett gut ausschalten können. Weil ich unternehmerisch denke. Ja. Kein Mensch, kein mittelständischer Unternehmer kauft ständig Unternehmen. Die überlegen sich auch sehr genau, wo sie investieren. Und wenn die mal ein Unternehmen kaufen, dann überlegen sie sich das lange oft und kaufen relativ selten. Und genauso sehe ich das. Ja. Diese ganze Aktienzockerei, die ist ja entstanden aus Interesse von Börsenbetreibern, von Banken und von den Finanzdienstleistern. Die haben in Wirklichkeit diese solide Sichtweise, wie ich Unternehmen sehe,
komplett weggewischt und haben gesagt, da generieren wir jetzt mal ein Geschäftsmodell, mit dem richtig Kasse zu machen ist. Und es geht halt nur mit ständigem Kaufen und Verkaufen. Ja. Und so werden Aktien nur mehr geh- und verkauft. Manche wissen gar nicht mehr, was sie da eigentlich kaufen, was dahinter steckt. Und dieses Kaufen und Verkaufen wird ständig befeuert mit immer neuen Nachrichten, mit sensationellen Nachrichten, mit Angst, Panik, alles, was dazugehört und diese Käufe eben anregt und Verkäufe. Ich sage immer, ich komme nicht aus der Finanzbranche, das ist auch mein großer Unterschied, ich könnte kein Herausgeber einer Finanzzeitschrift sein. Ich würde schreiben, überlegt euch vorher genau, welche Unternehmen ihr warum haben möchtet, in welche ihr investiert. Lieber vorher mal wirklich lange drüber nachdenken und analysieren, Unternehmenswettbewerber anschauen, lesen, auf Hauptversammlungen gehen, auch mit den Unternehmen reden. Die haben alle IR, also Investor Relations Abteilungen. Und dann kaufen, wenn ihr überzeugt seid. Und dann bleibt dabei und verkauft und kauft. Da werden die meisten Fehler gemacht. Gekauft wird hoch, wenn die Kurse hoch sind. Verkauft wird aus Angst, wenn sie niedrig sind. Und dann wundert sich jeder, warum man mit Aktien kein Geld verdienen kann. Emotionale Entscheidungen. Unternehmerisches Investieren. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz nachhaken, weil ich den Ansatz super spannend finde, auch super sinnvoll finde, ehrlicherweise. Krones, Kali und Salz. Wenn da Geschäftsberichte rauskommen, Quartalszahlen, bist du dann auch auf deren Seiten unterwegs und guckst dir das genau an oder hörst dann so einen Earnings Call mit? Oder Auch? Mhm. Je nachdem. Ich schaue mir jedes Jahr auf jeden Fall den Geschäftsbericht an. Normalerweise besuche ich die Hauptversammlungen. Nur manchmal überschneiden sie sich, dann geht es nicht. Und ansonsten eben vieles ist ja da mittlerweile auch digital. Und da stelle ich auch meine Fragen immer, die sich so im Laufe des Jahres aufgehäuft haben. Okay. Und dann mache ich meine Unternehmensbewertung aufgrund dieses Jahresabschlusses. Und dann weiß ich fürs nächste Jahr, ob dieses Unternehmen weiterhin solide ist und zu welchem Kurs ich nachkaufen würde. Und das war's. Ja. Aber Entschuldige, lass mich nochmal ganz kurz fragen. Jetzt gibt es ja diesen berühmten Spruch von Warren Buffett, also ja, gewöhnlich, also such dir nur Unternehmen aus, die auch ein Idiot führen könnte, weil irgendwann wird das mal auch so sein. Natürlich. Genau, und jetzt bist du schon 40 Jahre unterwegs, möglicherweise tatsächlich noch mit einigen Aktien, die du auch damals schon mal gekauft hast. Und wenn da dann halt wirklich so ein depperter Vorstand kommt, wo dir die Strategie nicht gefällt, was machst du denn dann? Hast du dann auch schon mal was rausgeworfen eigentlich? Also wenn, dann nur in Ausnahmefällen normal nicht. Was passiert denn in Wirklichkeit, wenn ein Depper... Grundsätzlich, die Vorstellung, dass bei einem DAX-Konzern oder bei einem amerikanischen Großkonzern mal ein Idiot an die Führung kommen könnte, der noch nie Erfolge hatte, der keine Ahnung von dem Unternehmen hat, der bisher in seinem Leben noch nicht erfolgreich war, international tätig und alles, was heute dazugehört, sonst wirst du nicht Vorstand. Und schon gar nicht Sie, also Vorstandsvorsitzender, CEO, das ist ausgeschlossen in der heutigen Zeit. Das sind alles Leute, die schon einmal enorme Erfolge nachgewiesen haben. So, und dann kommt halt der an die Führung. Und dann ist es ja nie so, weil die arbeiten ja meistens lange drauf hin und die wenigsten schaffen es. Aber es ist doch nie so, dass der dann an die Führung kommt und sagt, so, jetzt bin ich CEO und jetzt fahre ich den Karren mal so richtig gegen die Wand. Nein. Sondern die wissen genau, ich habe jetzt meinetwegen einen 3-, 4-, 5-Jahres-Vertrag und die wollen das Beste fürs Unternehmen. Aber die Zukunft kennt niemand. Und natürlich werden auch immer wieder Fehlentscheidungen getroffen, auch von solchen Leuten. So, und diese Fehlentscheidungen, die kristallisieren sich ja dann heraus im Laufe der Zeit. Und dann werden die wieder berichtigt. Und wenn der Aufsichtsrat, das sind ja auch keine blöden Leute, der Meinung ist, mit diesem Vorstand werden wir das nicht mehr schaffen, weil der eben davon nicht mehr zusammenpasst mit unseren Unternehmenszielen, dann wird er ersetzt durch einen anderen. Aber die Unternehmen tun ja was. Die setzen sich ja hin und sagen, oh ja, jetzt läuft es mal gerade nicht so gut. Jetzt schauen wir mal, ob es gegen die Wand läuft oder ob sich es doch wieder positiv entwickelt. Es bleibt letztlich kein Stein auf dem anderen. Es wird ja alles umgebaut, alles in Frage gestellt bei tiefen Krisen. Und weißt du, was der Garant ist,
bei meinen Unternehmen, dass die meisten letztlich doch überlebt haben, die Eigenkapitalquote. Denn eine hohe Eigenkapitalquote heißt, ich habe noch Pulver da, um nachzulegen, um die Strategie zu ändern, um den Weg neu zu justieren. Ja, ja. Und das ist der eigentliche Garant. Ja, verstehe den Punkt. Denn die Zukunft kennt doch niemand. Weil da wollte ich wirklich auch rein eigentlich vorhin, als du gesagt hast, ja, das System hat ja ein eingebautes Korrektiv, ja, und das dauert ja auch erstmal, bis sich halt diese Fehlentscheidungen dann tatsächlich, also bis die offenbar werden, bis sie sich kristallisieren, dann passiert aber auch in der Regel was. Und da habe ich mich gefragt, ja, da könnte aber tendenziell auch ein bisschen Zeit vergehen. Aber ja, jetzt leuchtet mir das auch ein mit der hohen Eigenkapitalquote. Mhm. Also ist ein guter Punkt, weil je mehr Puffer du davon hast, desto mehr Zeit hast du natürlich auch. Jedes Unternehmen in meinem Portfolio und auch unabhängig von meinem Portfolio, jedes Unternehmen, das langfristig erfolgreich ist, geht durch Höhen und Tiefen. Jedes. Es gibt kein Unternehmen, das nur Höhen oder nur Tiefen hätte. Eins, das nur Tiefen hätte, geht irgendwann mal pleite, wird aufgekauft oder übernommen. Und eins, das nur Höhen hätte, das gibt es nicht, weil der Wettbewerb nicht schläft, weil sich Technologien ändern, weil sich Märkte ändern. Mhm. Und genauso, im Moment stellen sich viele Leute so vor, also diese Tech-Unternehmen, diese amerikanischen, die werden ab jetzt für alle Zeiten ganz oben stehen. Das wird hundertprozentig nicht so sein. Aber dieser Gedanke ist bei jeder neuen Technologie, die im Moment oben ist, egal ob es die Biotechs waren oder ob es das Internet war mit Google und was es da alles gab. Jede Zeit hat seine Unternehmen, jede Technologie, und alle Technologien und alle Unternehmen werden von der Spitze wieder irgendwann mal abgelöst. Hast du keine einzige Tech-Aktie in deinem Portfolio? Also keine, die rein auf einem digitalen Geschäftsmodell basiert? Hatte ich noch nie. Ich meine, Siemens sagt zwar, sie sind jetzt ein Digitalkonzern und die wollen auch so bewertet werden. Mhm. Die meisten sehen es noch als Industriekonzern. Mhm. Aber hatte ich nie, weil sie mir immer zu hoch bewertet waren. Mhm. Der erste Boom bei den Tech-Werten, der große, das war ja 2000. Neuer Markt. Und da schossen ja die Kurse bei Tech unglaublich in die Höhe. Damals war Tech noch anders verstanden. Damals waren es eben Internetaktien, Telekom und alles, was damit zusammenhing. Und die wurden gekauft wie verrückt. Auch komplett neue Unternehmen, die es noch gar nicht gab. Und die sind dann viele verschwunden, die neuen Unternehmen. Und die anderen sind halt deutlich zurückgekommen. Und die Kurse damals wurden nie wieder erreicht. Mhm. Und davor warne ich. Ich warne davor, diese Hypes mitzumachen. Denn Hype bedeutet immer Überbewertung. Und man muss sich immer bewusst sein, wenn man in die Hypes reinkauft, dann kauft man hochbewertete Aktien. Und die bleiben nicht immer oben. So, also wird irgendwann eine Zeit kommen, wo sie abgelöst werden durch eine neue Technologie, wo es wieder nach unten geht. Mhm. Und du bekommst keine Dividenden von diesen Aktien, weil sie entweder nichts ausschütten oder weil der Kurs so teuer ist, dass die Dividendenrendite extrem niedrig ist. Nein. Und jetzt hast du nichts davon. Du kannst dich zwar freuen, solange die steigen, aber wer verkauft denn wirklich, solange die steigen? Und wenn dann mal so es beginnt zu fallen, das ist ja täglich immer wieder mal der Fall, dann sagen die mal, ja, das wird schon wieder. Es werden dann Unternehmensnachrichten rausgegeben und zur Beruhigung natürlich, ist ja klar. Und es wird schon wieder verkauft, wird erst, wenn Panik ausbricht. Das heißt also, du hast von diesen hohen Bewertungen, von diesen hohen Kursen, hast du null. Die lösen sich auf wie nichts. Ja. Und das ist es, wovor viele Menschen Angst haben, dass diese Kurse sich plötzlich auflösen könnten und nichts mehr da ist. Und das hast du aber nicht, wenn du, ich sage jetzt mal vorsichtig, zumindest nicht zu teuer kaufst, am besten antizyklisch. Aber das ist eine psychische Frage, das muss man üben, lernen und dann einfach machen. Und man muss der Typ dazu sein oder eben zumindest nicht zu teuer zu kaufen. Ich hätte jetzt noch mal zwei Fragen, Thomas. Und zwar das eine ist, wahrscheinlich sind das ja heutzutage ein bisschen mehr als 100.000 Euro, die du jetzt über die Dividenden bekommst. Genau. Also das heißt, Cash is Trash, den Spruch fandest du dann wahrscheinlich auch nie so richtig sinnvoll, oder? Weil wenn du dir jahrelang Zeit lässt und quasi dann dein Konto erstmal auch fütterst,
Du bist, glaube ich, nicht mit einem Ferrari hier zu mir gekommen ins Studio, ne? Ich bin mit der U-Bahn gefahren. Mit der U-Bahn, ja. Genau. Weil ich das Parkplatzproblem in München hasse. Ja. Aber der Ferrari steht auch nicht in der Garage. Nein. Also du bist bodenständig. Also das heißt, ich wollte darauf hinaus, du lebst ein ganz normales Leben. Und da sammeln sich dann ja trotzdem auch einige Beträge dann auf dem Konto an. Also das heißt, Cash ist Müll, ist Trash. Diesem Ausspruch kannst du eigentlich, dem kannst du nichts abgewinnen. Das ist Quatsch. Mhm. Das ist keine unternehmerische Denkweise. Mhm. Und zu dem Punkt mit Ferrari oder so, als ich meiner Frau sagte, wenn wir mal wirklich von Dividenden leben können, und das war eigentlich schon vor unserer Hochzeit der Fall, weil ich später geheiratet habe, aber als ich sagte, wenn wir dieses oder jenes Volumen mal sicher haben, weil ich immer sehr sicherheitsorientiert bin, das ist auch so ein Widerspruch. Die Leute denken, ich habe eine Aktienquote von 90-95% und die Leute denken, das ist hochriskant. In Wirklichkeit bin ich sehr sicherheitsorientiert und sehe das eben ganz anders. Aber meiner Frau sagte ich, wenn wir mal diese oder jene Summe erreicht haben, dann können wir doch ganz anders leben, dann gönnen wir uns mal was Richtiges, so denken Richtung Jet-Set-Leben. Und meine Frau Brigitte hat gesagt, Thomas, ich garantiere dir eins, du bleibst so, wie du bist. Ja. Und genau das war's. Erstens mal war ich dann schon älter und zweitens, glaube ich, war bei mir nie, mein großer Vorteil ist, dass bei mir nie der Ansporn war, von Aktien leben zu können, sondern weil ich in Aktien aus Interesse und Leidenschaft investiert habe. Und dieser Vermögensaufbau so mehr oder weniger beiläufig vonstatten ging und nicht so im Mittelpunkt stand. Und wenn du dir mal diese Lebensweise angewöhnt hast, dann bleibst du auch dabei, weil du davon überzeugt bist. Ich könnte nie antizyklisch investieren, wenn ich ständig der Mode nachlaufen würde. Und wenn du Warren Buffett siehst, ich will mich jetzt nicht mit Warren Buffett vergleichen, aber der ist ähnlich vom Typ. Ja. Also der schaut auch ein bisschen, ja, Brille jetzt nicht die neueste Brille, Kleidung jetzt nicht top in Mode, und bei mir ist es auch so. Das ist aber eben Ausdruck meiner Lebensweise. Ja. Und deiner Persönlichkeit dann auch. Richtig. Ne? Ja, unbedingt. Aber du hättest ja trotzdem jetzt gerade die Möglichkeit, mit so einem Zinsniveau, was wieder einigermaßen normale Formen angenommen hat, Renditen am Anleihenmarkt zu erzielen, die also auch 5% hätten. Du hättest natürlich auch Kursschwankungen bei, insbesondere bei langläufigen Papieren, langlaufenden Papieren, die dann also eine gewisse Zinssensitivität haben. Aber du hättest schon die Möglichkeit, auch mit Unternehmensanleihen Coupons von vielleicht 5-6% einzusammeln, wo man auch sagen könnte, ja gut, also da kommt dann auch einmal im Jahr, oder bei manchen Papieren sind es ja dann auch wirklich quartalsweise dann Ausschüttungen, die kommen, gar nicht so schlechte Zahlen bei rum. Ja? Warum trotzdem nicht? Erstens, wenn man diese Renditen auf dem Anleihenmarkt vergleicht, dann sind sie im Vergleich zu den letzten Jahren seit der Finanzmarktkrise relativ hoch, das stimmt schon. Aber die Inflation ist ja auch viel höher. Und was bleibt dann an Realrendite über? Bei einer Anleihe von 4% oder 5% bleibt nichts über. Und bei einer Anleihe von 6%, da bleibt vielleicht 1-1,5% über. Aber das ist in Wirklichkeit doch keine Rendite. Also, wir hatten früher schon viel höhere Zinsen. Manche Leute wissen es nicht, muss man auch sagen, die sind zu jung. Und manche Leute denken einfach viel zu kurzfristig. Ja. Da zahlt mich eben auch diese langfristige Denkweise, dieses unternehmerische Denken aus, das auch Familien, mittelständische Familien haben, die über Generationen hinweg denken. Also diese Zinsniveaus hatten wir früher auch schon. Aber wenn man sich überlegt, welche Anlageklasse muss die sein mit der höchsten Rendite langfristig, dann kommt man immer auf Aktien, immer auf Unternehmen. Das Zinsniveau ist davon abhängig, wie es Unternehmen geht. Und es gibt nur eine einzige wertschöpfende Anlageklasse, und das sind Unternehmen. Jede Wertschöpfung wird in Unternehmen erzielt. Jedes Produkt, jede Dienstleistung, außer Schwarzarbeiten, das ist illegal. Ja. Aber ansonsten, jede legale Wertschöpfung wird in Unternehmen erzielt. Und alles andere ist davon abhängig, weil nur in dieser wertschöpfenden Anlageklasse Unternehmen Einkommen generiert werden. Jeder Lohn, den Arbeitnehmer erhalten, stammt aus Unternehmen. Alle Kapitaleinkünfte stammen letztlich aus Unternehmen. Was
Leute an Mieten zahlen können, hängt vom Lohn ab, also von Unternehmen ab, wie es den Unternehmen geht. Ja. Und genauso ist es mit den Zinsen. Geht es der Wirtschaft schlecht, werden die Zinsen wieder gesenkt. Geht es der Wirtschaft gut, werden die Zinsen erhöht, um eben die Inflation nicht ausufern zu lassen. Es hängt immer an Unternehmen. Deshalb, ja. Die ja. höchsten Renditen müssen Unternehmen erwirtschaften, sonst gäbe es niemand mehr, der sich an diesen Unternehmen beteiligen würde. Und ich könnte jetzt ewig ausufern, aber ein Gedanke noch wegen den Zinsen. Die Zinsen werden letztlich von Unternehmen bestimmt. Und jeder Unternehmenschef muss höhere Renditen, also jeder CEO, muss höhere Renditen für seine Eigentümer erwirtschaften, als er Zinsen an Banken zahlt oder an Anleihegläubige. Ist doch klar, ja. Der ist ja angestellt von den Eigentümern. Ja. Und die Eigentümer würden ihm zum Teufel hauen, jetzt umgangssprachlich gesagt, wenn der langfristig für die Banken höhere Renditen Zinsen erwirtschaften würde als für den Eigentümer. Das teuerste Kapital, das wird ja jeder CEO bestätigen, ist Eigenkapital. Das sind die Aktionäre. Also wer langfristig denkt, muss in Aktien investieren. Wertschöpfend und die höchste Rendite. Unabhängig vom Auf und Ab der Zinsen, das immer abhängig ist, wie es wirtschaftlich läuft. Thomas? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Insights, die du hier geteilt hast. Und ich könnte jetzt noch wirklich, ich habe wirklich noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, wir müssen uns auf den zweiten Teil vertagen. Würde mich freuen, wenn du nochmal kommst. Ja, natürlich, gern. Danke. Mich hat es gefreut. Fand ich ein tolles Interview. Mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Danke. Bitte. Gerne. So, das war mein Gespräch mit Thomas Anton Schuster. Klasse Typ, klasse Geschichte, die er zu erzählen hatte. Und wer die Aktienkriterien auch nochmal genau wissen möchte, also die Kriterien, nach denen Thomas Aktien aussucht, unten in der Videobeschreibung hängt ein Link und dort kommt ihr dann zu einem Formblatt. Und ja, dort hat Thomas das aufgeschlüsselt, nach welchen Qualitätskriterien er Aktien auswählt, also welche Kriterien die Unternehmen erfüllen müssen. So. Und ansonsten ist es noch ganz, ganz wichtig, also das nehme ich hier mit, dass tatsächlich Benchmarking oftmals überhaupt keinen Sinn macht. Ja, also dass man nicht jedes Jahr versuchen muss, als aktiver Investor, der auf Einzelaktien setzt oder halt nicht all in ETFs sozusagen geht, dass man sich nicht da unbedingt jedes Jahr darauf versteifen muss, hey, ich muss ja den MSCI World outperformen, sondern dass du auch tatsächlich ja, so Zeiten in Kauf nehmen kannst, in denen du mit deinem Portfolio schlechter läufst als jetzt eine Benchmark, ja, und dass sich das trotzdem mal so langfristig auszahlen kann. Und das ist wirklich das größte Learning, was ich jetzt hier mitnehme aus diesem Gespräch, dass also auch diese Phasen, in denen es also nicht gut läuft, ja, dass man die also einerseits emotional lernt auszuhalten, trotzdem zuversichtlich bleibt für die Werte, die man ausgewählt hat, und also sich Marken setzt, bei denen es sinnvoll sein kann, einfach seine Position noch weiter anzufüttern, noch weiter aufzustocken. Natürlich geht das nicht mit jeder Strategie. Also Thomas setzt ja ganz dezidiert nur auf größere Unternehmen, also auf Large Caps, wobei Kron ist natürlich auch eher im Mid-Cap-Bereich anzusiedeln ist, K&S natürlich auch, aber er setzt tendenziell auf größere Unternehmen, auf Unternehmen, die einen Track Record haben, und die weiteren Kriterien, wie gesagt, die kann man also seinem Formblatt dann letztendlich auch entnehmen. Und das macht natürlich auch vieles leichter. Also wenn du jetzt ein Unternehmen hast, das ja, so ein Tech-Wert aus der dritten Reihe, der noch keine Gewinne schreibt, der auch noch keinen langen Track-Record hat in puncto Unternehmenshistorie, da kannst du diese Strategie dann natürlich nicht so 1:1 drauf anwenden. Das ist natürlich klar. Das ist aber mit Sicherheit nochmal ein eigenes Video wert. Das wollte ich jetzt halt einfach nur nochmal mitgeben. Also das ist letztendlich mein Fazit und das Learning, das ich für mich aus dem Gespräch mit Thomas herausgezogen habe. Und ansonsten geht jetzt meine Abschlussfrage raus an dich. Was ist dein größtes Learning aus diesem Gespräch? Was hältst du von Thomas Aktien? Was hältst du von seiner Strategie? Und was hältst du von seinen allgemeinen Einlassungen, die er zu seiner Investmentphilosophie und zu seinem Mindset sozusagen gemacht hat? Die Frage geht raus an dich. Feuerfrei in den Kommentaren. Ich freue mich auf alles, was da kommt.
gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall freuen und unterstützen. Ein Abo auch ebenfalls wichtig zur Unterstützung meines Kanals. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin alles Gute dir.